Hey meine Lieben, in der letzten Folge meiner Make-up Basics-Reihe habe ich mir den Concealer aufgetragen und der nächste Schritt wäre, mein Make-up zu setten und genau das mache ich jetzt. Selbstverständlich, bevor ich mein Make-up sette, beziehungsweise bevor ich es euch zeige, sage ich natürlich noch mal kurz ein paar Dinge über diese ganze Pudergeschichte. Es gibt zwei Arten von Puder, und zwar einmal Pressed Powder, sprich gepresstes Puder. Das kommt ja meistens hier in solchen Formen, und dann gibt es noch Loose Powder, sprich loses Puder. Und das kommt ja meistens in so Döschen, groß, klein. Wie gesagt, loses Puder ist meistens immer in so ein Dosen. Wie auch bei Primer, Foundation und all den anderen Sachen gibt es auch beim Puder ganz viele verschiedene Arten. Sprich, eigentlich ist für jeden was dabei. Es gibt farbkorrigierende Puder, zum Beispiel Bobbi Brown hat welche. Ich habe damit allerdings noch nicht gearbeitet. Das heißt, ich kann euch keine Erfahrungen berichten. Ich habe, wie gesagt, nicht damit gearbeitet. Dann gibt es noch was für helle Haut, dunkle Haut. Dann gibt es farbloses Puder. Dann gibt es Puder, was zum Highlighten ist. Das wäre jetzt zum Beispiel ganz simpel gesagt. Sowas hier, das ist zum Highlighten, sprich, um gewisse Stellen im Gesicht hervorzuheben. Dann gibt es auch Konturpuder. Damit kann man dann halt, wenn man mit Cremeprodukten konturiert, kann man dann halt mit solchen Konturpudern setten. Also wie ihr sehen könnt, es gibt wirklich für alle Bedürfnisse eine Art von Puder. Bei der Frage, warum brauche ich Puder, warum muss ich mein Make-up setten? Die Sache ist einfach, dass wenn wir mit Cremeprodukten arbeiten, das heißt mit Foundation und Concealer, dann müssen wir das Ganze setten. Also so ein bisschen, ja, man könnte sagen, versiegeln, damit es den ganzen Tag da bleibt, wo es ist. Also am besten, beziehungsweise so lange wie möglich da bleibt, wo es ist. Und das hilft natürlich auch Leuten, die gerade eine sehr ölige Haut haben, sehr fettige Haut haben, diese Glanzstellen zu nehmen. Also es mattiert natürlich auch die Haut. Da muss man natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein. Wie zum Beispiel, wenn wir Party machen, Geburtstag, keine Ahnung, Club oder so, dann packen wir ja in unsere Tasche so ein Döschen Puder ein. Und dann, wenn es warm ist und wenn wir tanzen oder sonst noch was machen, dann fetten wir ja schnell, sprich, wenn wir dieses glänzende Gesicht bekommen und dann pudern wir im Laufe des Tages unser Gesicht ab, also Stunde für Stunde. Und die Sache ist einfach, wenn das unser Gesicht ist und dann kommt die Pflege drauf, der Primer drauf, die Foundation drauf, Concealer drauf und dann Stunde für Stunde, sage ich jetzt mal Puder, dann passiert nämlich diese Schichten, wo ja viel, also da sagen ja viele auch immer cakey zu und das wollen wir ja nicht. Also kann ich euch da zum Beispiel empfehlen. Solche Blotting Papers heißen die, das ist jetzt von Tarte. Ich meine, Essence hat auch welche, aber wenn ihr jetzt nicht noch einen extra Euro für sowas ausgeben wollt, könnt ihr auch einfach Taschentücher nehmen. Ich meine, ihr müsst jetzt nicht so eine Box mit euch schleppen, aber wenn ihr einfach so ein Taschentuch habt, dann könnt ihr die erste Schicht von dem Taschentuch abnehmen und das so um eure Hand legen und dann einfach den hier machen. Nicht Wischbewegungen, weil dann nehmt ihr eure Foundation ab, sondern einfach so, ja, fast drückende, abrollende Bewegungen. Dann nehmt ihr euer Öl weg und seid trotzdem matt, ohne dass ihr halt dieses Puder schichtet. Wie eben gesagt, wir setten bzw. versiegeln unser Make-up und das hilft uns, unser Öl im Gesicht zu kontrollieren. Wenn ich schon sage, Öl kontrollieren, das ist ja jetzt für Leute, die eine ölige Haut haben. Aber Leute, die zum Beispiel eine sehr trockene Haut haben, wie ich, sollten mit Puder generell ein bisschen vorsichtiger sein. Ich pudere nie mein ganzes Gesicht, weil hier habe ich einfach keine Probleme, sondern ich sette nur die Stellen, wo ich Concealer auftrage. Und das habe ich ja in meinem letzten Video gezeigt, wo ich überall Concealer auftrage. Und auf die Stellen gebe ich sozusagen nur Puder. Und mit ganz wenig Puder arbeite ich, weil wir können ganz schnell so dieses, ja, man sieht sehr schnell überpudert und sehr trocken aus und das ist ja auch nicht schön, deswegen immer schön mit wenig Puder arbeiten. Ich zeige euch gleich, wie ich mein Puder auftrage. Das variiert natürlich auch immer bei jedem. Jeder möchte das auch anders auftragen. Ihr könnt das einmal mit einem Pinsel auftragen, sprich mit so einem Pinsel. Manche nehmen auch so ganz große Pinsel, so wie diese hier. Das mag ich nicht, denn man neigt auch dazu, einfach mal so in seinem Puderkästchen rumzuwirbeln und dann das ganze Gesicht zu pudern, mag ich persönlich nicht, einfach aus dem Grund, weil man seine Foundation auch so ein bisschen mitbewegt und ja, man trägt sehr, sehr schnell zu viel Produkt auf. Oder es gibt halt diese Powder Puffs, also das kommt ja jetzt zum Beispiel in so einem MAC-Ding mit, kann man sich auch extra kaufen. Es gibt auch sehr große und sehr kleine. Ich bin ein Freund von solchen Dingen oder wenn ich zum Beispiel eine ganz bestimmte Menge an Puder auftragen möchte, also so richtig fett
Puder auftragen möchte. Das ist ja so diese Baking-Cooking-Methode, kommt ursprünglich aus der Drag-Queen-Szene. Darüber habe ich ein ganzes Video gemacht, das verlinke ich euch in die Infobox. Ich kann euch empfehlen, im Anschluss nochmal dieses Video zu sehen, damit das Ganze so ein bisschen mehr Sinn macht. Da ich in diesem Video nicht diese Baking-Methode mache, einfach weil es dazu schon ein Video gibt, ich werde jetzt ganz standardmäßig mein Gesicht abpudern. Die eine Seite werde ich mit so einem Powderpuff machen und die andere Seite werde ich mit einem Pinsel abpudern. In meinem Gesicht ist soweit alles fertig, bis auf die Stellen, wo ich Concealer aufgetragen habe. Das habe ich natürlich nicht gesettet und weil es ja jetzt eine kurze Weile drauf ist, werde ich nochmal meinen feuchten Beauty Blender nehmen und sicher gehen, dass auch nichts mehr in den Fältchen ist, so um das Ganze nochmal so ein bisschen anzufeuchten. Ich kann euch empfehlen, dass wenn ihr Concealer aufträgt, so schnell wie möglich zu setten. Also lasst den Concealer nicht erstmal 10 Minuten auf der Haut drauf, sondern den Concealer gleich einarbeiten und dann gleich abpudern. Diese Seite werde ich mit dem Powder Puff bearbeiten. Ich habe jetzt ein farbloses Puder einfach aufgenommen und schüttel so ein bisschen extra Produkt ab. Und was ich jetzt machen werde, ist dieses Puder in meine Haut einarbeiten. Und achtet darauf, wie ich das mache, denn umso besser ihr dieses Produkt in die Haut arbeitet, umso besser habt ihr ein Ergebnis und euer Make-up ist einfach hält länger. Wenn jetzt noch ein bisschen Puder übrig ist auf meinem Gesicht, dann nehme ich einfach einen sauberen Pinsel und fege sozusagen die Reste weg. Und das mache ich wirklich mit einer ganz leichten Hand, denn ich möchte nicht, dass mein Concealer sich nochmal irgendwie bewegt, sondern ich möchte einfach nur, dass die Reste aus meinem Gesicht verschwinden. Auf der Seite habe ich transparentes, loses Puder benutzt und für die Seite nehme ich jetzt einfach gepresstes Puder und diesen Pinsel. Gehe einfach so ein bisschen in das Produkt rein und natürlich klopfe ich die Reste ab. Denn ich möchte nicht zu viel Produkt haben. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit dem Pinsel unter mein Auge und mache so rollende Bewegungen. Damit arbeite ich nämlich das Produkt in meine Haut rein und gebe das nicht einfach so oben drauf und dann liegt es da, sondern ich arbeite das wirklich sorgfältig rein, auch um meine Nasenflügel, weil da löst sich bei mir die Foundation komischerweise am schnellsten auf. Ich habe jetzt nur die Stellen gesettet, wo ich Concealer drauf habe. Wenn ihr jetzt allerdings mehr Puder benötigt, dann könnt ihr nochmal in das Produkt reingehen. Seht ihr an der Pinselspitze, dass da jetzt Produkt drauf ist und das, was zu viel ist, einfach abklopfen, denn so viel brauchen wir nicht. Und wenn ihr euer ganzes Gesicht abpudern wollt, dann macht ihr einfach dasselbe. Wie gesagt, das ist jetzt auch ein farbloses Puder und das arbeite ich in meine Haut ein. Wenn euch dieses Einklopfen und Einarbeiten zu lang dauert, dann könnt ihr natürlich auch den hier machen, aber dann würde ich euch empfehlen, wirklich mit einer ganz leichten Hand zu arbeiten und wirklich mit wenig Puder, denn das bisschen Puder, was man sich auf die Haut macht, reicht eigentlich meistens aus. Obwohl ich mit wenig Produkt gearbeitet habe, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich sehr matt wirke und sehr puderig. Und was wir da machen können ist, also ich werde jetzt erstmal meinen Highlighter auftragen, weil den habe ich noch gar nicht drauf. Und dann arbeite ich mit dem Fix Plus, denn das hilft nochmal das Ganze. Also wenn man sich das ins Gesicht sprüht, dann settet das, also settet nicht das Make-up. Also es macht das nicht langlebiger, sondern es gibt einfach ein bisschen Feuchtigkeit zurück und man sieht dann nicht mehr so, ja, wie so eine Wüste aus, würde ich jetzt mal sagen. Der Highlighter ist jetzt drauf. Den hätte ich eigentlich schon vorher drauf gehabt, aber um euch einfach die Puder-Demo zu zeigen. Also mein allerletzter Schritt ist, wie gesagt, Fix Plus. Das gebe ich mir jetzt komplett auf mein Gesicht, einfach damit ich nicht mehr so ein Puder-Finish habe, sondern einfach so ein bisschen mehr Feuchtigkeit im Gesicht habe. Bevor ich das Ganze beende, möchte ich noch mal eine Frage beantworten, die ist mir gerade spontan eingefallen. Eine Zuschauerin hatte in den Kommentaren gefragt, ob man Puder tragen muss. Also ich sage auch wie bei dem Concealer, es ist kein Muss. Wenn eure Foundation, euer Concealer den ganzen Tag da bleibt, wo es ist und ihr nicht das Problem habt, dass es halt wegrutscht,
dann braucht ihr auch kein Puder tragen. Also ich sage auch, wenn ihr keine Augenringe habt, dann braucht ihr auch keinen Concealer. Ihr macht bei Make-up einfach das, was für euch am besten funktioniert und nicht das, was andere vormachen oder was ich euch vormache. Wenn ihr kein Puder braucht, dann müsst ihr das natürlich auch nicht machen. Ich versuche auch, so gut es geht, mit wenig Puder zu arbeiten. Nun hat die Hattie wieder viel gelabert. Also wie immer, wenn ich was vergessen habe oder wenn ihr was ergänzen könnt, dann lasst uns bitte in den Kommentaren austauschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auch in den nächsten Videos. Und bei mir wäre der nächste Schritt jetzt Bronzer auftragen. Das heißt, wir sehen uns beim Bronzer auftragen. Oh ja, damit das hier jetzt nicht untergeht, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal mit euch.